Kann man das erkennen? Ich Hallo. Einen ungeheuren willkommen Leck. Willkommen zu den 3D. Willkommen zum 3D-Hackathon. Hallo. Hallo Hi. Lambert, hallo Philipp. Könnt ihr mich hören? Wollt ihr Hallo sagen? Niemand sagt was. Finde ich gut. Betretene Stange. So, also wir stellen erstmal fest, das da ist nicht Henning. Das ist Philipp. Den kennen aber die meisten hier als JP. Aus dem Chat. Und das ist Lambert. Lambert kennt ihr schon. Lambert ist da und er hat gerade ein unfassbares Timelag offensichtlich. Und was wir heute machen, ist experimentieren. Denn wir machen das erste Mal on Tour. Genau, die zwei sitzen nämlich nicht, ich mache mal so, da ist mal gar niemand, so, die zwei sitzen nämlich nicht zu Hause an irgendwelchen Rechnern, sondern nebeneinander, guckt euch das an, das ist ja, wow, warte mal, Sekunde, könnt ihr das, warte mal, könnt ihr das nochmal machen und zwar jetzt, bitte. Super, willkommen, genau. Die zwei sind unterwegs on Tour und zwar auf einem Hackathon, der sich um die schönen 3Ds dreht, die wir gerade eben versucht haben zu reenacten. Genau, vielleicht mögt ihr ganz kurz mal sagen, wo ihr genau seid und wie das genau heißt. Ja, danke Claudia. Ich hoffe, ich bin zu hören. Wir hatten deswegen auch die Verzögerung, hier ein bisschen mit der lokalen Hardware zu kämpfen. Ja, ich freue mich auch sehr, dass wir diesmal wirklich dieses Format von einem anderen Ort aus umsetzen können. Und zwar bin ich heute hier, so rein beruflich, könnte man ja fast sagen, bei dem ersten Hackathons, den wir seitens der NFDIs, also dieser ominösen nationalen Forschungsdateninfrastrukturen, veranstalten. Und zwar sind wir zu Gast an der Stabi Berlin, und zwar an dem Weststandort in der Nähe vom Potsdamer Platz. Die Leute, die schon mal da waren, kennen es. Also dieses charmante, betonige Dings hier im Hintergrund, das ist also tatsächlich live aus dem Eingangsbereich der Stabi. Genau, und was machen wir hier? Wir haben einen Hackathon angesetzt, dessen verbindendes Thema die 3D-Daten sind. Das heißt, es geht nicht um eine bestimmte fachliche Domäne, es geht auch nicht darum, bestimmte Ziele zu erreichen im Hackathon, sondern so einen kreativen Raum zu schaffen für dreidimensionale Daten aus ganz verschiedenen Fächern und Richtungen und mit ihnen herumzuspielen. Also weil ja zum Beispiel Leute, die Games entwickeln, auch 3D-Daten nehmen und dann die in, weiß ich nicht, in Unity oder so oder Unreal oder so reinpacken und damit dann irgendwas machen. Aber eben solche 3D-Daten können ja zum Beispiel hochauflösende stereografische Fotos von Käfern aus der Naturkunde sein zum Beispiel. Ja? Oder können verschiedene andere Quellen haben. Und wir haben also jetzt ein sehr, sehr kompaktes Wochenende gehabt mit auf der Spitze 60 Teilnehmenden hier vor Ort plus weiteren Leuten, die virtuell teilgenommen haben und haben uns auch Zeit genommen. Und jetzt leite ich allmählich über zu dem Gast zu meiner Rechten. Ich meine, drei Dimensionen. Wenn ich jetzt noch so machen könnte, meine Hände würden, könnt ihr mal eure Hände so machen, als würden da meine auftauchen? So, genau. Genau, ja, ja. Also für den Fall, dass es sehr kryptisch gewesen sein sollte, was ich bis jetzt gesagt habe, ist ja Claudia da, die sozusagen aus der Distanz die bohrenden Fragen stellen kann, was das jetzt alles ist und soll und so. Aber jetzt, ich möchte überleiten zu Philipp, der auf unsere Einladung hin einer der Workshop- und MentorInnengeber hier war. Und das bedeutet oder ist, genau genommen, das ist ja nicht vergangen, die Sache läuft noch hier ein paar Stunden lang. Das bedeutet, dass wir uns ganz gezielt Leute eingeladen haben, die eine ganz bestimmte Expertise zu einem Aspekt von 3D-Daten haben. Und Philipp, die ihn kennen werden, es jetzt schon erraten haben, ist ja nicht nur Mathematiker an der Uni Hannover, sondern ein absoluter Enthusiast und Kenner, was 3D-Druck angeht. Und darum ging auch das, was er heute Nachmittag hier uns präsentiert hat und wozu er hier Leute berät, die sich dafür genauer interessieren. Ja, Philipp, vielleicht kannst du kurz mal, ja. Ja, genau, also ich
habe 2015 meinen ersten 3D-Drucker zusammengebastelt, noch so als halbes Bauprojekt. Irgendwie so die gedruckten Teile, die ich brauchte, aus dem Internet, Holz aus dem Baumarkt und wie das halt damals lief, als die noch sehr teuer waren, wenn man die fertig kaufen wollte. Und seitdem haben die sich irgendwie vermehrt. Wie viele hast du denn gerade so? Ich habe jetzt von dem einen Typ 3 und von dem anderen Typ 2. Okay. Genau, also 5 insgesamt. Okay. Das, so, das kommt öfter vor. Also ich kenne viele bei denen, die sich irgendwie vermehren. Ja, ja, ich kenne auch jemanden mit 4. Entschuldigung, 4. Ich wollte schon gerade 3 sagen. Nein, es sind jetzt 4. Ja, aber dann ist auch noch eine Fräse dabei. Das ist dann halt Nummer 5. Okay. Gut, ja. Und Workshop-Geber heißt, du hast da einen Workshop gegeben zum Thema 3D-Druck. Die Workshops hier sind quasi vom Prinzip etwas abenteuerlicher. Das ist sehr seriös, was wir hier machen. Lass mich das nochmal betonen. Okay. Genau, es gab einen Workshop-Pitch, was dann quasi ein 20-minütiger Vortrag war über das Thema. Mhm. Und danach war ich, genau wie die anderen Workshoppenden, quasi ansprechbar, wenn man Detailfragen hatte. Okay. Was man genauer angucken wollte. Und dein Thema war, wie löse ich Technikprobleme bei 3D-Druckern oder was war dein Thema? Was sind das überhaupt? Was gibt es für Typen? Und wie sieht das dann eigentlich aus, wenn ich so ein Objekt habe? Was muss ich machen, bis ich das in der Hand halten kann? Ja, wie kriege ich den komischen Plastikrahmen wieder von der Oberfläche runtergekratzt, ohne dass ich die Oberfläche zerkratze? Sowas? Nee, aber so der Ablauf, also wenn ich halt dieses 3D-Objekt einfach habe, muss ich das erstmal in ein Programm laden, dass da irgendwas draus wird, was die jeweilige Maschine versteht. Und dann die Maschine natürlich bedienen und dann je nach Art nochmal was nachbearbeiten. Okay, cool. Und ihr habt 3D-Drucker vor Ort, nehme ich an. Ja. Wie viele habt ihr jetzt vor Ort? Was ist das? Muss ich zählen? Aber was ist das? Das ist vom digitalen Archiv mathematischer Modelle. Das wurde hier als Modell für den Hackathon bereitgestellt. Okay. Aber was genau es ist, weiß ich tatsächlich auch nicht. Dazu kann ich kurz was sagen an dieser Stelle. Also genau, zu den DatengeberInnen hier gehört die AG3D. Das ist eine Arbeitsgemeinschaft von größtenteils Universitätsarchiven, die dreidimensionale Objekte haben. Und es gibt eine Tradition, also Leute, die vor längerer Zeit Mathe studiert haben oder vielleicht auch aktuell, werden das kennen, dass man bestimmte Dinge in der Mathematik auch durchaus mit physischen Modellen darstellt. Also irgendwelche komisch geformt, würde jetzt wahrscheinlich, sollte ich besser nicht Mathematiker hören lassen oder so. Jedenfalls die, die man sich dann plastisch mal genau angucken kann. Und genau, und Philipp hatte die, wie ich finde, brillante Idee, nicht irgendwelche 3D-Drucke mitzubringen, sondern unter anderem eben auch einfach mal eines der Modelle, die hier zur Verfügung gestellt werden. Das ist ja so eine Hackathon-typische Sache, nicht? Dass man Daten reingibt und sagt, hey, macht mal, lasst eure Fantasie spielen. Also eine von diesen Dingen, die hier zur Verfügung gestellt worden sind, die auch speziell gerade mit der Mathematik, also seinem eigenen Fach zu tun haben, auszudrucken und mitzubringen, genau. Aber genau genommen 2, weil das hier habe ich auch noch. Ah, okay, ja. Warte, das sieht ja aus wie so ein Dungeons and Dragons. Ja, es ist aber tatsächlich, so wie die KollegInnen von dem Badischen Landesmuseum in Karlsruhe erzählt haben, es kommt aus deren Kunst- und Kurioses-Kiste, wo sie selber hundertprozentig nicht wissen, was das eigentlich alles ist. Wir vermuten, das wird ein Libationsgefäß gewesen sein. Also man sieht ja hier, dass da quasi so eine Schale ist. Und hier ist vermutlich aus dem Löwenkopf dann Flüssigkeit geflossen. Okay. Die irgendwie über Rohre oder wie auch immer, das wissen sie halt nicht genau, dann da reingeflossen ist. Und dann hast du jetzt quasi, haben die das gescannt, in ein 3D-Modell gegossen, haben es gedruckt und jetzt kann man es anfassen und damit was machen, ohne dass man Angst hat, dass man das Original kaputt macht. Genau. Und haben die Kolleginnen auch direkt gemerkt, das wäre total cool für experimentelle Archäologie, weil man kann das halt kaputt machen. Druckt man sich ein neues. Ja, sehr, sehr geil. Also
Das ist ja, und man kann es halt auch wirklich anfassen, ne? Wie oft steht man doch bitte irgendwie vor irgendwelchen Sachen und denkt sich, jetzt würde ich das gerne mal anfassen und gucken. Aber man, also mit den Händen gucken, aber man darf ja nicht. Ja, sehr schön. Es gibt auch Museen, die das tatsächlich machen. Okay. Habe ich schon gesehen. Ich glaube in den USA, die dann auch mal hochskaliert so einen kleinen Dino-Knochen oder sowas zum Anfassen haben. Oh mein Gott, ja, man kann sie ja hochskalieren. Ja! Also das ist eine Sache. Ich war vor 2 Wochen oder so zufällig in Südtirol und ich war in diesem Museum, was Ötzi, kennt ja jeder, ist ja in aller Munde, ne? Beherbergt. Ein, wie ich finde, ganz schön gut gemachtes Museum. Ich ziehe wirklich den Hut. Und ich musste sehr schmunzeln, als ich in den Museumsshop die... dass die Metallspitze, die man in der Schulter von Ötzi gefunden hat, reproduziert hat, in Originalgröße und von der man inzwischen weiß, die hat ihn umgebracht. Also sozusagen das Mordwerkzeug des Anschlags, der auf Ötzi gemacht wurde anscheinend, hatten sie dann x-fach einfach gegossen nochmal in Plastik als Schlüsselanhänger, weil das Ding von der Form her und von der Größe her ungefähr passt als Schlüsselanhänger. Und ich, also irgendwie, ich musste sehr schmunzeln. Aber die Anekdote zeigt eigentlich auch, finde ich, dass natürlich die Ansätze da sind, klar, nicht? Also die sind bekannt. Aber was jetzt, glaube ich, teilweise erst richtig losgeht in so einer bestimmten Szene, zum Beispiel Leute, die wissenschaftliche Museen oder so machen, ist, ja, wie können wir es eigentlich nutzen? Also was können wir machen, was über einen Schlüsselanhänger für den Museumsshop vielleicht auch hinausgeht oder so, ne? Und eine Sache, die jetzt bei diesen 3D-Datenthemen interessant ist, ist genau, was ihr gerade scherzhaft besprochen habt, das rauf und runter skalieren. Also wenn ich es einmal als Vektor habe, kann ich ja beliebig es kombinieren, rauf, runter skalieren, kann mir überlegen, was mache ich mit der Textur der Oberfläche und so, ne? Also dann geht es ja richtig los eigentlich. Ja, ja, und also runterskalieren ist ja auch spannend, ne? Also große Objekte kleiner machen. Hier kommt gerade noch eine Frage, um welches Metall es sich handelt. Ich nehme an, bei dem also bei mir Schlüsselanhänger. Ist das alles kein Metall. Ach so, der Schlüsselanhänger, ich muss das genauer sagen. Das ist eine Eisenerzspitze gewesen. Also das ist ja gut 5000 Jahre alt, schätzt man im Moment, Ötzi. Und die haben das recht gut beschrieben. Also bei ihnen sind Waffen gefunden worden, die sind geschmiedet, wo die Leute, also auch die archäologische Fachwelt, ziemlich überrascht war. Das ist einfach sehr, also dass so ein Typ wie Ötzi einfach ein sehr hochwertig geschmiedetes, ich glaube, Beil oder so ähnlich bei sich hatte, aber die Spitze war Eisenerz und das war schon so ein bisschen typischer, das ist nicht so mega aufwendig, das zu bearbeiten oder so, das ist insofern nicht so überraschend, aber diese Replikas in dem Museumsshop waren irgendwie aus irgendeinem Kunststoff oder so. Das, ja, klar, man kann auch, glaube ich, noch nicht Metall 3D drucken, oder geht es doch? Doch, es gibt Drucker, die das können, aber die sind leider sehr teuer und sehr groß, also es ist eher Industrie, aber okay. Die gibt es schon sehr lange. Ja. Das ist sehr, sehr cool. Ja, ja. Ja, und Philipp, das kann man sich tatsächlich, also diese Industriedinger, gibt es auch manche, die haben sich das angelegt und verdienen ihr Geld sozusagen damit, das online anzubieten. Das heißt, man kann sein Modell hochladen und dann sagen die vom Materialaufwand her und vom ganzen quasi irgendeinen Preis plus Versand und dann kann man sich das bestellen. Funktionieren die aufbauend, also die drucken das so raus oder rausfräsend? Ich frage immer mal nach. So wie aufbauend, sonst wäre es kein 3D-Druck. Genau, sonst wäre kein richtiger Druck. Aber das stelle ich mir schwierig vor, ich bin gespannt. Ja, das habe ich auch vorhin einmal kurz erklärt, was für Fertigungstypen es eigentlich gibt. Also dass halt 3D-Druck das Additive ist, es kommt immer was dazu. Da ist eigentlich mehr oder weniger nur 3D-Druck. Manche meinen, schweißen halt auch. Weil das am Ende wirklich eine feste Verbindung ist, als wenn es halt so zusammengegossen wäre. Aber wie gesagt, manche sagen auch nee. Genau, dann gibt es halt das, was du erwähnt hast, die zersparenden Verfahren, die subtraktiven, wo auch gerade jetzt hier im Kulturkontext natürlich das Steinbildhauen dazu gehört. Also, ja. Wahnsinn. Und nicht zu vergessen, für Schokolade. Ja. Ja, ich weiß nicht, wer Moving Knowledge ist, aber dies könnte, falls es jetzt ein Teilnehmender des Hackathons sein, glatt eine Anspielung sein auf eine Diskussion, die auf dem Discord-Server des Hackathons lief.
Ich muss übrigens mal bei der Gelegenheit ganz kurz Props an die Teilnehmenden. Das Onboarding auf den Discord-Server hat sehr gut hier funktioniert. Also wir hatten auf einen Schlag mehr als 60 Teilnehmende, sowohl von vor Ort als auch distant auf dem Hackathon. Und das ist, Entschuldigung, ich wechsle mal ganz kurz das Thema auf die Metaebene, Hackathon-Veranstalter zu sein. Das ist eine Sache, wo wir am Anfang eben gedacht haben, okay, Hackathon funktioniert als Vor-Ort-Format. Die Leute hier vor Ort werden glücklich sein, mal wieder sowas machen zu können. Wir sind alle mit Maske rumgelaufen, weitestenteils. Und wir kümmern uns jetzt gar nicht so sehr um diese Frage, ob und wie man remote teilnehmen kann. Also da, an der Stelle haben wir sehr improvisiert. Und obwohl das so war, obwohl wir eigentlich nicht so groß da was vorbereitet haben, hat das sehr gut geklappt. Also ich würde fast behaupten, ich weiß nicht, wie es dir vorgekommen ist, Philipp, dass die... dass man schon so ein bisschen merkt von der Corona-Zeit, dass es selbstverständlicher geworden ist, nicht? Dass es so bestimmte, also zum Beispiel gab es von den DatengeberInnen, es gab DatengeberInnen, die dann teilweise nicht hier sein konnten, aus irgendwelchen Sachen passieren ja. Und dann wurden die als virtuelles Zoom-Meeting, liefen die parallel zu der eigentlichen Vorstellung der Datensets. Oder was eben auch sehr gut war, wie gesagt, das Onboarding auf den Discord-Server, der war dann auch sofort sehr belebt, wurde benutzt. Also kleine Schleife zum Hackathon-Wesen hier, ja. Ja, finde ich aber total spannend. Das habe ich mir auch direkt aufgeschrieben, als du gesagt hast, da sind auch Digitalteilnehmende dabei gewesen. Da dachte ich so, oh, wie geht denn das mit dem 3D-Druck, wenn die digital teilnehmen und... ob es dann auch gemischte Teams gab, also ne, von vor Ort Menschen und zu Hause. Denke ich mal, wird sich jetzt im Nachhinein zeigen. Ja. Weil jetzt kommt ja die wirkliche Arbeitsphase. Mhm. Also wer das vom Prinzip nicht kennt, es gab jetzt quasi den Kickoff, wo hier in diesem Fall die Datengeber sich vorgestellt haben, wo es auch ein kurzes Ideending gab, was es schon gibt. Mhm. Dass man einfach eine Idee hat, was man mit 3D-Daten machen kann. Und ansonsten war jetzt halt Ideen-Brainstorm das Wochenende über. Die wurden hier live vorgestellt und gepitcht, aber gleichzeitig eben auch auf Discord. Sodass auch Leute, die sagen, das ist eine coole Idee, da will ich mit coden, da will ich mit designen, was auch immer benötigt wird, die können da halt dann auch mitmischen und sich auf Discord melden. Ja, wir haben die Teilnehmenden, das muss man sagen, immer so ein bisschen in die Richtung gestupst. Wenn ihr hier neue Ideen habt oder sie weiterentwickelt, spiegelt das auch nochmal auf Discord sozusagen. Ne? Also das so viel haben wir dann schon in die Richtung gewirkt. Mhm. Ja. Mhm. Das heißt, es ist kein Hackathon im Sinne von, ihr seid jetzt fertig heute Abend. Nee, sondern, genau. Okay, wie läuft das denn dann? Ich kenne ja Hackathons, da trifft man sich 3 Tage, trinkt ganz viel Koffein und macht die ganze Nacht durch und hat dann am Ende etwas Halbfertiges, zumindest Prototypisches stehen. Das ist bei euch nicht so. Wie läuft das? Nee, genau. Also wir sind, glaube ich, ein bisschen beeinflusst, kann man durchaus mal sagen, von Coding Da Vinci. Das ist ein Begriff, den viele kennen, zumindest Leute, die im Kulturerbebereich arbeiten, die in den letzten 8 Jahren ja vielen dabei geholfen haben, eigene Hackathons durchzuführen. Und die haben sehr stark so ein Format geprägt, dass es eigentlich ein Kick-Off-Wochenende gibt, wo bestimmte DatengeberInnen erstmal ihre Sachen anpreisen und beschreiben und beraten. Und dann ist dort eine kreative Explosion von Ideen und Ansätzen. Es finden sich Teams. Und dann, aber nachdem all dies geschehen ist, bei dem Kick-Off-Wochenende gibt es mehrere Wochen, wo dann die Teams ihre Ideen bearbeiten und dann gibt es eine Deadline, zu der dann mehr oder weniger fertige Projekte, ebenso fertig, die dann eben sind, eingereicht werden und dann gibt es noch ein Preisverleihungsevent. Und das, es gibt richtig Preise, genau. Es gibt eine Jury und es gibt Preise. Schaut euch um bei creatingnewdimensions.org. Das ist die Website oder Creating New Dimensions, wenn ihr es googelt. Ich hoffe mal, dass man es findet, auch schnell. Und richtig, das Arbeiten wird an einigen Stellen überhaupt jetzt erst richtig losgehen. Ah, danke, ja, genau. Das heißt, dass die Preisverleihung oder die Ergebnispräsentation ist wann genau und kann man die sich angucken? Genau, die ist auch angekündigt auf der besagten Website. Ich habe das Datum jetzt gerade nicht im Kopf. Guck mal gerade rein, das kriegen wir doch schnell raus. Genau, ja. Und ich kann schon mal sagen... 3D-Elemente, wer hätte es erwartet? das steht gar nicht auf der Startseite. Dann... Oh nein. Es darf nicht viele Klicks entfernt sein, das wäre ein Fehler. FAQ. Ja.
Ja, ja, im Zweifel FAQ. Warte, ich klicke FAQ. Oh, wird schlimm, ich sehe es. Ich finde es nicht. Wir finden es vielleicht gleich noch. Okay. Vorführeffekt. Ja. Und richtig, das, also das hier war ja jetzt in den wirklich ganz hübschen, geräumigen Räumlichkeiten der Stabi West, die, ich weiß nicht, wie du siehst, Philipp, eigentlich eine tolle Kulisse sind für einen Hackathon, weil man sich so verkrümeln kann mit Gruppen und war so ganz nett. Und die Preisverleihung findet statt in dem Dinosauriersaal vom Museum für Naturkunde, wo dann dieser ganz große Pflanzenfressosaurus da im Hintergrund immer ist. Und da freuen wir uns natürlich sehr drauf, weil das besser könnte es zu einem 3D-Hackathon kaum sein. Ne? Also das wird ein Spaß. Ich finde es total cool. Ich finde das Konzept so spannend. Und ich bin jetzt gespannt, was für Ergebnisse kommen. Und wenn das, wenn es live gestreamt wird, werde ich es mir ansehen. Ja, also ja. Die Ideen, die so durch den Raum flogen, waren schon ganz cool. Also ich will jetzt natürlich nicht den Leuten die Ideen aus dem Discord-Chat heraus klauen, aber ich will trotzdem versuchen, so ein paar Andeutungen mal zu machen. Also es ist ja so, dass wir diese hochauflösenden und auch viele davon Insektenmodelle haben, nicht? Also so aus diesen naturkundlichen Sammlungen und so. Und da gibt es jetzt viele Sachen, dass Leute sich überlegen, ja, wie kann man die zum Leben bringen? Also es gibt ja heutzutage tolle Umgebungen, in denen man zum Beispiel Szenarien für 3D-Spiele oder Virtual Reality-Anwendungen oder so baut. Und ja, was kann man mit denen eigentlich machen? Es gab auch einen Pitch zum Thema, was wir auch schon mal im regulären Forschungsstrom kurz als Thema hatten, generierte Bilder mit Sachen wie DALL-E oder Stable Diffusion oder so, wo man natürlich dann auch losgehen kann und Modelle trainieren kann auf echten 3D-Modellen und dann neue, unmögliche oder jedenfalls in der Realität nie vorkommende Sachen raus generieren kann und so. Also da gibt es einige wilde Dinge, die hier herumschwirren gerade schon. Ja, genau. Und ich weiß nicht, Philipp, das wäre mal eine Frage an dich. Mhm. Hast du gehört von Leuten, die in Bezug auf 3D-Druck schon eine konkrete Idee hatten oder waren das jetzt eher so unverbindliche Fragen an dich, die kamen? Es waren tatsächlich eher die Datengeber als die Teilnehmenden. Ach so, weil die Teilnehmenden denken halt viel über Spiele nach und über, also es wurde vom Badischen Landesmuseum zum Beispiel auch die Ping-App vorgestellt, mit der man quasi Museumsobjekte tindern kann. Und dann fängt man ein Gespräch mit denen an, wenn das matcht. Und dann sagen die, hey, komm doch mal bei mir vorbei, du findest mich hier und hier. Und dann kriegst du eine Karte vom Landesmuseum und kannst dann gucken, wo das Objekt ist. Und sie laden dann ich geghostet. Ein Foto von sich zu machen. Und dann haben sie auch eine kleine AI im Hintergrund, die dann auch anhand von ein paar Bildern trainiert wurde und dann sagen kann, du, das ist nicht, das bin ich nicht. Das war jetzt dein Laptop, den du fotografiert hast. Also nicht, dass das der Laptop war, aber das ist halt nicht das jeweilige Objekt war. Und die Objekte haben auch alle eine Persönlichkeit. Das war ganz cool, das ist so ein Citizen Science Projekt fast gewesen. Mhm. Die haben sich Schreibende aus der Bürgerschaft gesucht, die Bock haben, so einen Chat mit Leben zu füllen. Also der Chat ist halt nicht generativ über den Chatbot, sondern ist quasi vorgegeben, was für Antwortmöglichkeiten man hat. Und da entsteht was draus. Und dann haben sie sich eben Leute gesucht, die dann das jeweilige Objekt mit Leben füllen. Und sagen, das ist jetzt ein römischer Centurio, der ist bierernst und hat immer einen Befehlston drauf. Oder ein kleiner ägyptischer Kindsgott, der mit dem habe ich gestern auch gechattet, der wollte eigentlich nur Bonbons. Das ist schon echt cool. Und da gab es dann auch ein paar Überlegungen, inwieweit man auf Basis von der App vielleicht weiterentwickeln kann. Also die ist auch mehr oder weniger frei verfügbar. Der Name ist ein bisschen geschützt, also den können nur andere Museen oder halt auf Anfrage irgendwelche Kultureinrichtungen benutzen. Aber der ganze Code ist halt, glaube ich, auf GitHub und man kann daran auch weiterentwickeln. Und ja, da gab es ein paar coole Ideen, wie man da weitermachen kann. Wie hieß die App noch? Ping. Ping die Museums-App.
Pinguin-Museum. Du kannst auch auf seinem Sofa schon quasi anfangen zu pingen und kannst dann vorher überlegen, wen möchtest du dir im Landesmuseum angucken. Das heißt, es ist nicht genau exakt Museen, wie das auch. Nicht exakt wie Tinder, wobei ich deinen Spruch, Claudia, super fand, dass man geghostet wird. Vielleicht wäre das mal so ein, wollten Sie nicht schon mal geghostet werden von einem Objekt im Landesmuseum? So? Ja, genau. Also, ich meine, wenn du zu einem Objekt das Falsche sagst. Eben. Ich glaube, dann kann die, die Unterhaltung auch durchaus mal ein Exit machen. Genau, Match aufgelöst. Ja, ja. Genau. Ja, das ist ganz cool. Und sie haben halt auch gesagt, dass wenn man das mit Daten füllen möchte, dass das gut ist, das über Bürger oder Studis oder so zu machen und halt nicht über die Leute, die sich mit dem Objekt so super top auskennen, weil die dazu neigen, viel zu viel Information da reinzupacken. Ah, okay. Und die schreiben dann einfach, die sich damit mit wenig Berührungspunkte hatten, haben sich tatsächlich wilde Persönlichkeiten ausgedacht, ohne zu sehr auf den Hintergrund des Objekts. Gab es sowohl als auch. Also es gab auch so Schreibwerkstätten, haben sie erzählt. Und dann konnte man da eben schauen, ich glaube, es war teilweise vorgegeben, so ein kleiner Steckbrief. Was ist das jetzt für eine Figur? Was soll die für ein bisschen einen Stil haben? Soll die eher pumpig sein? Soll die eitel sein, weil es halt eine total schöne Marmorstatue ist, die auch weiß, dass sie total schön ist und darum entsprechend sich auch so benimmt? Oh, ich möchte jetzt durch ein Museum laufen und wissen. 2 Minuten Audioaufnahmen von den Leuten, die sich eben auskennen, die ein bisschen was zu dem Objekt erzählt haben. Dass die Person, die schreibt, sich das anhören kann, ein bisschen weiß, was ist das für ein Objekt. Und dann haben die Texte geschrieben und dann gingen die sozusagen nur noch mal ins Fact-Checking. Dass halt die Leute, die sich mit den Objekten auskennen, gucken konnten, passt es faktisch. Aber vom Inhalt nichts verändern durften. Und man kriegt halt viel Diversität dadurch rein. Es ist halt einfacher, wenn 100 Leute irgendwie in ihrem Schreibstil mehr oder weniger schreiben, als wenn einer sich dann 100 ausdenken muss. Cool. Und jetzt wird sie vielleicht erweitert und man kann sich das Objekt 3D ausdrucken und ein Foto machen und die App erkennt vielleicht, das bin fast ich, aber auch nur fast oder so. Ja, also es gab ein paar Ideen, inwieweit man das eben ausbauen kann. Eine Idee kam, glaube ich, auch eher von einem Datengebenden, dass das total cool wäre, wenn man das auch auf die Museen erweitern könnte. Also, dass wenn man das jetzt eine Stadt das hostet, dass man auch so die Museen und Objekte im öffentlichen Raum pingen, tindern kann und dann idealerweise auch irgendwie sagen kann, ich bin einen Tag da oder ich bin ein ganzes Wochenende da oder eine ganze Woche da und dann Routenvorschläge kriegt. Und dann sagt, okay, innerhalb von einem Tag kannst du die Sachen wahrscheinlich schaffen, die du dir angucken möchtest. Okay. Und dann nach den Öffnungszeiten wird auch noch gefiltert und dann sagt irgendwie das Museum, es tut mir leid, an dem Tag habe ich aber leider keine Zeit. Müssen wir uns mal anders treffen. sympathisch. Ja. Schön. Also es ist halt cool und das ist halt dadurch, dass es Open Source ist, lädt es halt auch einfach dazu ein, weiterentwickelt zu werden. Ja. Schön. Gott, und wir haben jetzt ganz viel, also wenn nicht direkt dazu was kommt, was du noch erzählen wolltest, habe ich noch eine Frage, weil also du hast jetzt gesagt, das haben wir keins von Datengebenden. Wer sind denn jetzt aber die Leute, die da wirklich mitmachen? Also was haben die für Hintergründe? Wo kommen die her? Ja, kann ich versuchen, ein bisschen zu beantworten. Also wir hatten so eine Unwucht drin, wenn man das so sehen will, dass wir sehr viele Datengebende hatten. Also wir dachten zuerst, oh Mensch, jetzt müssen wir ganz schnell mal gucken, wenn wir überhaupt erreichen. Aber das war nicht das Problem. Die Sache ist die, dass wir, glaube ich, die Situation haben, das ist mal so eine erste vorläufige Diagnose von hier, dass durch Coding Da Vinci gerade die Kulturerbeeinrichtungen dieses Thema und dieses Konzept, also sozusagen SpenderInnen zu werden von Daten, schon kennen und ganz gut darauf angesprungen sind. Eigentlich sogar zu gut, weil wir hatten dann irgendwann gesagt, okay Leute, wir machen eine Ausnahme, ihr dürft auch zweidimensionale Daten einreichen, weil es gibt ja die Verfahren bekanntlich, mit denen man aus zwei, also jedenfalls teilweise, wo das eben solche Verfahren gibt,
so Pseudo-3D generieren kann aus 2D. Ne? Also ein Beispiel wären jetzt zum Beispiel, es gab Landkarten, ja, wenn du eine Landkarte hast, die so ein Reliefbild hat oder so, oder mit einem Farbcode für Höhe und Tiefe, kannst du daraus ja was Dreidimensionales generieren, zum Beispiel offensichtlich. Mhm. Oder es gibt auch Verfahren, wo man mit Fotos anhand von Schattenwurf oder Nee, aber und worauf ich eigentlich. 2,5D-Bilder. 2,5D-Bilder. Also stereoskopische genau. Kamera. Ja. So ja. wie quasi Avatar und sowas gefilmt wurde. Ja. Gut, aber das ist, worauf ich eigentlich hinaus wollte, damit ist, das gab dann zu viel. Ne? Also man hätte vielleicht diese Ausnahme gar nicht machen sollen. Jedenfalls, worauf ich hinaus will, die Seite hat sehr gut hier funktioniert. Es war sehr kulturerbelastig. Beim nächsten Mal würden wir vielleicht versuchen, also zum Beispiel dein Fach, Claudia. Ich denke mir, dass die Meteorologen ja auch zum Beispiel irgendwelche Wolkengebilde haben oder irgendwelche crazy Naturphänomene, irgendwie Hurricanes. Da wird es ja auch wahrscheinlich dreidimensionale Daten von geben. Und die haben meine 3D-Daten aus der Doktorarbeit nochmal rauskramen, die liegen wir noch. Nee, aber ja, genau. Klar. Ja, genau. Und das ist vielleicht ein bisschen symptomatisch, dass jetzt in diesem ersten Anlauf uns das nicht gelungen ist. Die sind nicht angesprungen, weil wir sie vielleicht auch nicht gezielt genug angesprochen haben. Ja. Und bei der Seite der Teilnehmenden ist es so, es gibt natürlich schon eine, ich würde mal sagen, so Digital-Freaks-Community, die sich gerne auf solchen Events rumtreibt. Diese waren auch hier zu unserem Glück. Das gibt es. Und das nächste Mal, wo wir, glaube ich, noch mehr reingehen müssen, das haben wir auch schon gelernt und verstanden. Es gibt inzwischen jede Menge spannende Studiengänge, ne, wo du dich damit auseinandersetzt. Ja. Was ist Digitalisierung, also Hands-on oder auch Digital Humanities, alles Mögliche. Und die müsste man gezielter einbinden, weil dann hat man schnell, wie man es jetzt heutzutage nennt, eine Win-Win-Situation, weil die Studierenden dann vielleicht irgendwie mal ein schönes, relevantes, herausforderndes Ding haben, in echt so. Und gleichzeitig wir irgendwie tolle Leute, die was beitragen können. Ne? Also, ja, klar. Man könnte natürlich auch bei Game Design Studiengängen und sowas anfangen. Ja, genau. Also, und die schießen aus dem Boden jetzt gerade. Ne? Genau. Ja, ja. Oder hier so die bei uns die Data and Information Scientists, die ja auch Daten jonglieren und da was machen. Ja. Aber hier so, also ich finde, also meteorologische Daten oder Daten generell so rund um Klimawandel, da gibt es viel in 3D, wo ich mir denke, boah, das wäre cool. Sagt Bescheid, wenn ihr das nächste Mal macht, dann werbe ich mal eine Runde. Ja, so. Gerne. Ach toll, ja. Ja. Ja, genau. Okay. Das heißt, die Leute, die jetzt wirklich die Projekte starten, also die wirklich jetzt da arbeiten und sich das ausdenken, die sind mehr so aus dem Kulturbereich im Moment. Vielleicht mit einem gewissen Schwerpunkt, aber nicht ausschließlich. Okay. Ja, genau. Und manche, genau. Die dann auch die Game Design und sowas machen, aber manche halt auch eher hobbymäßig, die irgendwas Kulturwissenschaftliches studieren und dann eben darüber schon Kontakt hatten. Also ich habe auch von welchen gehört, die auch schon auf Game Jams und Da Vinci Events und sowas da waren. Und Da gibt es eine interessante Schnittmenge, ne? Game Jams, Leute, die engagierte GamerInnen sind und die ein bisschen auch schon mal hinter die Kulissen geguckt haben. Oder die auch, das gab es auch als Typus, fiel mir auf. Es war zum Beispiel eine Entwicklerin hier, die sich auf Audio für Spiele spezialisiert hat, die irgendwie auch als Dozentin an Hochschulen dafür aktiv ist und die meinte, hey, wenn ihr, also der Audio-Aspekt ist wichtig, ne? Solche Sachen kamen auch vor. Ich möchte an dieser Stelle nochmal einwerfen, auch da vielleicht manche nachträglich noch die Aufzeichnung sich angucken werden, dass auf der Website Creating New Dimensions wir auch verlinken werden, wenn wir es nicht schon getan haben, bin ich gar nicht sicher, auf den Hackdash, das ist die Seite, wo die haben wir schon. Okay. Ja, das habe ich also gefunden. Genau. Und da werden jetzt nach und nach in den nächsten Tagen dann die Projekte, die laufen, auftauchen mit einer lebendigen Beschreibung und auf dem Hackdash kann man dann gucken, also werden vielleicht auch bestimmte Sorten von Leuten noch gesucht oder man kann auch, wenn die nicht gesucht werden, einfach so Kontakt aufnehmen und durchaus noch einsteigen in Projekte, wenn das reizvoll ist. Ja. Von daher, solange noch Projektbereich ist, also einsteigen kann man noch, ne? Kann man, soll man, ist explizit so gedacht. Bock hat dann mitzunehmen. Genau. Schaut einfach beim Hackdash rein. Genau. Meldet euch bei den Leuten, guckt auf den Discord. Sind super zugängliche Leute natürlich, die sich wahrscheinlich freuen, wenn jetzt noch Leute überraschend auf sie zukommen und so, genau. Und sagen, oh, da habe ich auch noch eine Idee zu. Ja, aber das ist ein schöner Hinweis zum Hackdash. Das suchen wir nochmal raus und verlinken das auch noch. Ja, toll. Ja, genau.
Ich habe noch so, also ich verstehe jetzt, was die Leute, also wer die Leute so sind, wo die Daten herkommen und dass die kleine Projekte machen. Und die haben natürlich das Ziel, dass sie da jetzt ein schönes, also die Datengebenden, dass aus ihren Daten schöne Projekte werden und die Leute, die kreative Ideen haben, sich da auszuleben und was zu schaffen. Aber was ist das übergeordnete Ziel, was ihr habt? Also warum macht ihr diesen Hackathon an sich? Was wollt ihr damit erreichen? Oh, danke für die schöne Frage. Darauf antworte ich gerne. Ja, also vielleicht auf die Gefahr hin, dass es langweilig ist, aber ich mache es auch ganz kompakt. Warum überhaupt NFTIs? Also die Idee von dem Wissenschaftsrat und Rat für Informationsinfrastrukturen dann war ja zu sagen, in Deutschland bräuchte man noch mehr so Überlegungen, wie man den Umgang mit Daten in den unterschiedlichen Fächern voranbringt insgesamt. Ja? Also, dass man zum Beispiel Best Practices, die es gibt, also wie kann man da welche Tools inzwischen einsetzen, wie kann man die Daten gut aufbewahren, wie kann man dafür sorgen, dass die später auch von anderen nachgenutzt werden können, etc. Wie rollen wir das in die Fläche aus? Das sollen nicht nur die einzelnen digitalen Nerds in den Fächern machen, sondern alle sollen es kennenlernen, alle sollen die gemeinsam die Grenzen erweitern, was man machen kann. Und das ist eigentlich, und es soll Infrastrukturen geben, die das unterstützen. Also hier die Leute, die gelegentlich mal Forschungsstrom hören, für diesen solche Begriffe wie Datenrepositories, ja kein Fremdwort, ja, da haben wir bestimmt mal irgendwie erwähnt oder ganz kurz mal zumindest. So, und also Infrastruktur, die das Know-how ausrollen, insgesamt professioneller und besser werden über die Fächer hinweg, dafür stehen die NFTIs. Und wir haben uns an unserer Ecke, also wo ich mit einem dieser NFTIs zu tun habe, beruflich eben gefragt, Mensch, Hackathons, das ist eigentlich doch mal wirklich so ein Königsweg, wie Leute wirklich mit dieser ganzen Vielfalt von Möglichkeiten, was man mit Daten tun kann, in Berührung kommen können, gemeinsam etwas lernen können. Ja? Und zwar einfach dadurch gerade, dass es kein vorgegebenes Ziel gibt, sondern dass man sich irgendwie kleinteilig, eher spielerisch ein Ziel vornimmt und daran kollaborativ arbeitet. Also mit genau dem, was die jeweiligen Leute einbringen können, sich gegenseitig ergänzend. Und dann, das ist wirklich so on spot, passend auf das, wozu die NFTIs gut sind, dass ich mich fast ein bisschen gewundert hatte und nochmal gedouble-checked habe, ob das wirklich so ist. Aber es hatte bisher niemand die Idee gehabt. Und so haben wir also mit mehreren von diesen NFTIs, genauer, jetzt nenne ich es doch nochmal NFTI for Culture, also dem NFTI, was sich mit dem kulturellen Erbe beschäftigt, und NFTI for Biodiversity, also wo zum Beispiel das Museum für Naturkunde in Berlin drin engagiert ist, mit diesen Hunderttausenden hochauflösend 3D-digitalisierten Käfern und so weiter. Und aber auch noch weitere Player haben sich zusammengetan und haben das jetzt gestartet. Und ich glaube, jetzt so unterm Strich nochmal bilanzierend ganz kurz, allein, dass wir es gemacht haben, dass der Hackathon stattgefunden hat, war aus meiner Sicht unheimlich wichtig. Man kann an vielen Ecken und Enden das noch besser machen, als was wir hier gemacht haben. Das ist völlig klar, nicht? Also nochmal andere Zielgruppen ansprechen oder so. Aber es war wichtig, es einfach mal gemacht zu haben. Und jetzt haben hier viele, glaube ich, die hier noch rumgeistern oder davon auch hören werden, verstehen, dass das funktioniert, dass wir das können, nicht? Dass es geht, dass es Sinn macht und dass wir hoffentlich auch von den Teilnehmenden noch nettes, positives Feedback hören werden. Also hier vor Ort haben wir es schon gehört, aber ich hoffe, dass man außerhalb davon auch noch hören wird. Und dann ist das die Ermutigung auf dem Weg, also mit solchen Ansätzen wie Hackathon auch weiterzumachen. Cool. Ja, und du hast halt auch die Datengebenden, die man ein Beispiel dafür geben, wie kann ich Daten eigentlich zur Verfügung stellen? Also 3D-Daten, sodass sie von anderen nutzbar sind. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Ich glaube, wir sind ja immer noch dabei, eigentlich so gefühlt so, dass wir so ein Gefühl erzeugen für die Verantwortung, die es bedeutet, für die Öffentlichkeit, ja, für alle, für uns alle, Daten aufzubewahren. Was heißt das eigentlich? Also ist es irgendwie wie so ein Spaß, dass ich da einen Server laufen habe und dann sollen die Technikfreaks sich da doch darum kümmern, was sie damit, wie sie da rankommen, was sie damit machen oder so. Oder ob das nicht eher so wirklich eine Sache ist, die große Aufmerksamkeit verdient und ein großes Potenzial hat. Ne? Warte, das heißt, das Naturkundemuseum mit den ganz vielen 3D-Modellen von Käfern, haben die Daten auch irgendwo öffentlich, wo ich mir jetzt ein Käfermodell runterlade? Boah, Philipp nickt. Das klingt gut. Das heißt, du könntest uns auch mal einen Käfer drucken. Theoretisch könnte ich einen Käfer drucken. Ich weiß nicht, wie detailliert die sind, ob die das quasi
ob das auf dem Drucker auch so alles abgebildet wird. Mhm. Ansonsten müsstest du mal bei deinem Kollegen fragen. Ja, der schon sagte. Hochauflösende Metalldrucker und sowas haben. Ich hätte gerne Metallkäfer. Okay, aber das finde ich ja cool. Okay, das heißt, Daten, die ihr da benutzt. Es sind auch Daten dabei gewesen, die halt sonst mehr unter Verschluss sind. Also okay. Du hast halt, zum Beispiel gab es vom Botanikmuseum Zeichnungen, Handzeichnungen oder getrocknete Blüten tatsächlich mit irgendwie hunderten Blüten auch von Humboldt, die er damals gesammelt hatte. Die, total krass. Die musst du halt irgendwie konservativ, präservativ irgendwo aufbewahren, wo sie die Öffentlichkeit halt einfach nicht zugänglich sind. Und wenn es da hochauflösende Scans gibt, dann kann man sich das halt trotzdem auch mal angucken. Aber die Scans sind öffentlich oder sind die noch nicht öffentlich? Also die hier viele gezeigt von den wurden, Datengebersachen sind öffentlich. Genau, genau. Also das war jetzt auch für uns Bedingungen. Ne? Also man musste schon das auch dauerhaft unter einer freien Lizenz, ne? Das sind die Spielregeln oder am besten Public Domain oder so, zur Verfügung stellen. Und übrigens in die andere Richtung geht es auch. Also direkt Seite an Seite mit Philipps Präsentation war hier Michael Hethoff, der einen solchen Pitch gehalten hat zum Thema Stereo, wie ist der Fachbegriff jetzt nochmal? Stereogrammetrie? Fotogrammetrie. Fotogrammetrie, ein Glück. Fotogrammetrie, das heißt also die Ansätze. Angenommen, ich bin ein kleines naturkundliches Museum und habe irgendein super spezielles, winziges oder vielleicht auch riesiges Objekt oder so, keine Ahnung. Ist ja die Frage, wie bringe ich das überhaupt erstmal in den digitalen Raum? Ne? Und das ist, das war mir auch vorher nicht klar, vor jener Präsentation von Michael Hethoff, wie möglich das inzwischen ist. Ja, also es gibt da tolle Wege, prima Wege, ja, wenn man es sich einmal vornimmt und es wirklich will, solche Dinge zu digitalisieren. Und zwar in einer Art und Weise, dass man nachher mit großen Augen davor steht, auch vor der Website und Leute auf verrückte Ideen kommen, was man damit machen kann, definitiv. Genau, also es gibt inzwischen, ist einfach die Technik weit gekommen. Ja. Also die iPhones, die aktuellen, haben ja alle so 3D-Kameras mit Infrarot und Co. Darüber kann man inzwischen verdammt gut so mittelgroße Objekte scannen und dann tatsächlich auch ein 3D-Modell erstellen. Aber ansonsten ist halt der Klassiker Fotogrammetrie. Das heißt, ich mache aus diversen Richtungen eben Fotos und muss dann aus den Fotos über Perspektive und sowas ausrechnen, wie das eigentliche Objekt aussah. Und was die da in Darmstadt eben entwickelt haben, ist der DISC 3D, der Darmstädter Insektenscanner, der halt die so ein kleines Maschinchen mit Makrofotografie kombiniert. Und zwar so, dass das, was bei der Makrofotografie rauskommt, für die Fotogrammetrie wieder nutzbar ist. Und das ist, ich glaube, halb offen. Ich weiß gar nicht genau, wie offen das ist. Da kommt man ran, sag ich mal. Genau, ja. Also gerade als Kultureinrichtung kommt man da ran. Und dann, das Naturkundemuseum in Berlin hat das hier auch. Stimmt. Also der steht schon an mehreren Museen. Also gerade wenn Museen irgendwie kleine Daten haben, weil Insekten, das ist ja wirklich winzig. Genau, der Käfer mit der Nadel noch drin durchgebohrt, wird dann so in so ein kleines gläsernes Döschen eingespannt und dann kommt ganz viel Licht von überall her und über eine kleine Schiene fährt eine Kamera an ihm vorbei, macht unglaubliche Mengen von Bildern, also es erzeugt irre Datenmengen oder sowas. Und die Nadel wird nachträglich rausgerechnet aus dem Käfer. Ich habe ihn jetzt mal gefragt. Also und aber aber der Käfer ist trotzdem tot, ne? Ja, der Käfer, das ist, ja. Ja, ja, das sind ja die schon irgendwo im naturkundlichen Museum aufbewahrten Käfer. Aber um mal die eine poetische Boxen Wendung sind, zu geben, er bekommt dadurch ja ein zweites Leben, ne? Du kannst, ja, dann, du kannst nachher das 3D-Modell in Unity importieren, den Schritt hat er uns auch gezeigt, und in Unity dann erklären, oder war das in Blender 3D? In Blender. Also wenn du, also man muss einmal ein Mesh-Netz, glaube ich, draus gemacht haben oder so, ne? Und dann kann man es in Blender importieren und in Blender dann sagen, hier sind die Gelenkstellen, so, ne? Und dann hast du auf einmal so ein Ding, wo du sozusagen wirklich so ein kleines Insekt über deinen Bildschirm laufen hast, ne? Es ist ein zweites Leben, was ihnen eingehaucht wird. Das finde ich super. Und jetzt mal, also das könnt ihr mir wahrscheinlich nicht beantworten, aber ich meine,
wie ist das denn eigentlich mit Zoos oder sowas? Könnten die nicht auch, also so mit Lebenden und dann Fotos davon machen, oder muss das ein absolutes Stillstandobjekt sein? Es muss schon ein Stillstandobjekt sein, weil es halt über den Unterschied der Perspektiven einzelner Bilder das alles rausrechnet. Okay. Gut, das heißt aber auch, wenn ich die Bewegung animieren will, wie Lambert gerade sage, man kann den Käfer so lang laufen lassen, dann habe ich da schon ein Problem, das muss ich schon noch mir selber ausdenken, wie der läuft. Das muss man halt wissen im Zweifel. Ja, okay. Also da muss halt man mal irgendwie einen Zoologen oder so fragen, wie das eigentliche Skelett aussieht, wie die Gelenke aussehen. Und dann kann man in Blender, nennt sich als Fachbegriff Rigging sozusagen, dass man dem ein Skelett gibt und sagen kann, hier ist ein Gelenk. Mhm. Das kann sich so bewegen. Ja, und dann kann man das auch so animieren. Genau, und wo wir gerade beim Begriff Skelett sind, das ist eine wichtige Ergänzung, klar, sonst weiß Blender ja nicht, wie die Bewegung laufen würde oder so. Es gibt dann auch natürlich noch als einen Sonderfall, der aber auch hier auf dem Hackathon vertreten war, CT-Scans, ne? Nennt man so, ne? Mhm. Genau. Und auch da irre Sachen. Also auch da will ich jetzt nicht den Projekten vorgreifen, die vielleicht noch entstehen, aber es gab hochauflösende Schlangenskelette. Stellt euch das mal vor. Und da haben Leute, also die Idee, was wäre eigentlich, wenn man dieses Schlangenskelett ganz groß aufreißt und daraus so eine Art Stadtarchitektur macht, dass man durch das Gerippe so einer Schlange spaziert und so. Also was ich schon sehr, also genial. Ja. Und dann muss noch irgendjemand das schaffen. Hier mit Skelett. Ja, das hätte ich auch gesagt. Ich hatte jetzt bei Schlange gedacht, der kommt mir jetzt damit an, dass man das animieren könnte, diese Lasso-Locomotion-Bewegung, die ich mal im Forschungsprojekt vorgestellt habe, die sich um die Säule, die ihr da hinten habt, die Schlange nach oben. Stimmt, ja. Stimmt. Aber ich glaube, das zu animieren. Aber wahrscheinlich ist mit dem reinen Skelett ein bisschen komisch aus. Ja. Ja, aber das könnte eine interessante Challenge sein, ja, auf jeden Fall. Hm. Wenn ich das mal vorbeikomme, mache ich das mal irgendwann. Ja, genau. Ja, cool. Ja, und ich habe beim 3D-Druck, wo ich dieses Skelett gerade habe, eben gezeigt, was so die eine große Besonderheit ist, dass man eben so Verbindungen, also man sieht das hier, das ist nicht geschraubt, das ist, kommt so vom Drucker. Und das sind halt bewegliche Verbindungen. Und ja, das ist halt so die große Besonderheit, was man mit anderen Fertigungsmethoden nicht oder nur sehr schwer hinkriegt. Also so Elemente ineinander drucken, die dann in sich bewegen. Genau, also da hast du halt im Endeffekt den Kreis und dann hast du halt das U in dem Moment, weil du da die Schicht hast, und dann kannst du da den Stab durchlegen. Durchdrucken und dann, quasi, und dann... Genau, dann legt der Drucker das da durch und dann geht die Schicht weiter und dann ist es halt fest verbunden. Das heißt, du könntest das Skelett der Schlange auch noch beweglich drucken. Das muss man natürlich dann machen, aber... Vermutlich ja. Muss man halt gucken, wie dann die Daten auch sind. Ja, und das muss man bearbeiten. Das muss natürlich dann eine gewisse Lücke auch haben, die der Drucker auch abbilden kann. Dass es am Ende dann auch wirklich nicht zusammenpasst. Ja, das ist, glaube ich, auch das Spannende daran, ne? Also man kann ja viel 3D drucken und sich viel ausdenken, aber was funktioniert denn und in welcher Größenskala muss es denn sein? Das ist ja das, was man, glaube ich, erstmal ausprobieren muss, ne? Ja. Genau. Ich glaube, wir haben jetzt fast alles schon auch erwähnt, was auf der Ebene von Mentoring oder diesen sogenannten Workshops hier erwähnt wurde. Eine letzte Sache erwähne ich dann doch noch ganz kurz, die noch fehlte. Zoe Schubert, die an der Stabi und gleichzeitig an der TIB arbeitet und die ein ganz wesentliches Brain hinter dieser ganzen Veranstaltung hier ist, hat auch noch einen Input gegeben. Sie hat eine Software entwickelt namens Compact. Mit Doppel-K, kann man sich immer gut merken oder sitzt sich dadurch auch gut googeln. Und das ist eine 3D-Viewer-Software. Und Zoe ist also eine Expertin darin, sie kann was dazu sagen, was das bedeutet eigentlich, wenn man ein 3D-Modell hat und es jetzt zum Beispiel beschreiben will auf einer detaillierten Ebene und es in eine digitale Umgebung holen will, sodass man es hin und her bewegen kann, zoomen, Lichtquellen ändern und so weiter. Das war vor ein paar Jahren noch was ganz schön Neues. Also heute haben alle mal Sketchfab gesehen oder so, aber das ist noch gar nicht so alt, dieses Genre an Software. Und das ist also eine Open-Source-Software, wo es also dann auch Fälle gibt, die sie uns hier gezeigt hat, wo Leute einfach mal in ihr Paper, weil heute kann man das machen, ein 3D-Modell eingebunden haben, wo du also sozusagen nicht nur verlinkst, was
ja schon schick ist, dass es geht, ja. Also der Datensatz hat folgende DOI, klickt da mal hin und macht damit in eurer Umgebung, was ihr wollt. Nein, dass ich also sozusagen in einem Stück wissenschaftlicher Arbeit dann das zum Rumspielen für die Betrachtenden gleich da habe und so. Und diese Sachen wurden uns auch gezeigt und da gibt es dann jetzt auch, glaube ich, also ich glaube, das konnte man auch hier schon beobachten, dass das so ineinander morpht, die Ansätze aus der Spielewelt einerseits und dann diese wissenschaftlicheren Open-Source-Ansätze andererseits. Man überlegt, okay, es gibt verschiedene Umgebungen, ja, wie können wir Dinge miteinander kombinieren und so, ne? Also super spannend, für mich als Technik-Noob de facto, von außen guckend quasi, all das zu beobachten hier, ja. Also ein kurzer Random Fact aus dem Chat, das wusste ich nicht, 3D kann in PDF eingebunden werden, das habe ich noch nie gesehen. Ich kenne es nur in HTML tatsächlich, ne? Vergleichsweise neuer Standard. Also das heißt vergleichsweise neu, ich glaube 2017 oder so habe ich das erste Mal davon gehört. Ja, kommt mir auch so vor und ich bin mir auch nicht ganz sicher, damit, bei solchen Sachen muss man immer gucken, tut man sich selbst eigentlich damit einen Gefallen, ne? Also ich sagen wir so, wenn man es in einer HTML-Umgebung hat oder so, macht man es zumindest Leuten leichter nachzuvollziehen, was man da gemacht hat. In der PDF kann man es halt so einstellen, dass es halt eine Standardperspektive hat. Das heißt, wenn es gedruckt wird oder wenn man es halt nicht ordentlich öffnen kann, dass stattdessen das Bild gezeigt wird. Und dann hat man ja immer noch den Link über die DOI, dass man das dann irgendwie im Browser angucken kann. Mhm. Weil das muss natürlich der PDF-Viewer auch unterstützen. Ja, genau, das können wahrscheinlich auch nicht alle und die Freien vielleicht noch nicht. Ich habe noch eine Frage aus dem Chat, die mich jetzt auch interessiert. Gibt es eine Auflösung beim 3D-Druck? Das ist eine sehr schöne Frage. Tatsächlich ja. Also man kann das mal im Vergleich vielleicht hoffentlich sehen. Warte, ich mache dich mal groß. Ja, genau. Genau, so das hier ist aus einem sogenannten FDM-Drucker. Das ist so ein kleiner Drache. Aber da kann man jetzt schon grob sehen, dass da so Linien sind, weil da eben Schichten sind und die kann man bei FDM halt eher sehen. Also so die üblichste von diesen Nozzeln, aus denen das dann rausgepackt wird, also FDM. Mhm. Nochmal kurze Info, man hat hier so ein Filament als Material, also so ein Plastikfaden und der wird dann durch so ein im Endeffekt Hightech Heißklebepistole geladen und also dann halt gesteuert, besser als mit so einem als Heizpistole. Aber vom Prinzip halt ähnlich. Also ich habe halt diesen Druckraum, in dem das dann wirklich geschmolzen wird und dann habe ich die sogenannte Nozzle oder Düse, wo das rauskommt. Die hat 0,4 Millimeter Durchmesser. Also ist relativ klein, da kommt das dann raus. Es gibt auch kleinere, es wird aber halt immer schwerer, das da wirklich auch rauszukriegen, je kleiner das wird. Und dann gibt es je nach Durchmesser eben auch ein gewisses Limit einer Schichthöhe, die man drucken kann. Und so die übliche Kombination ist tatsächlich 0,4 in dem Durchmesser und dann 0,2 in der Schichthöhe. Und dann kann man sich halt überlegen, dass man gewisse Details, also hier diese Schuppen sieht man noch ganz gut, aber halt detaillierte Sachen wird halt schwierig. Und die andere so Consumer-Methode ist dann SLA oder Resin. Das heißt, man hat so einen Harz. Ich habe mal meine Hand dahinter, dass man das irgendwie sehen kann. Sehr influencerig, ja. Was bei UV-Licht eben aushärtet. Und dann hat man in den meisten Fällen eine oder mehrere UV-LEDs darunter, ein LCD-Bildschirm, der das dann maskiert. Der halt schwarz macht, was halt nicht aushärten soll. Und durch den Rest kommt dann das Licht durch. Und da hängt es halt vom Bildschirm ab. Also da gibt es Bildschirme in so, die dann aber Full HD bis 4K Auflösung haben. Das heißt, da kann man sich überlegen, dass das doch deutlich hochauflösender wird. Das kann man hier auch, ich weiß nicht, ob man es an der Kamera sieht, aber das ist, da ist so ein Löwenkopf hinter und da kann man schon auch Details sehen oder hier an der Schulterplatte. Ach, die Haare, ja. Ja, und das gesamte Modell ist vielleicht 2 Zentimeter groß oder so.
Das ist nicht viel. 2, 3, ja. Okay, wow. Diese wusste ich auch noch nicht, wie das mit, wie sich das dann bei 3D in eine Auflösung übersetzt. Wir haben übrigens, glaube ich, jemanden von den Leuten, die ja vom Hackathon sind oder nicht. Ich weiß nicht, der Name kam mir gerade so. Haben wir den nicht vorhin irgendwie? Nein. Peter Schulz. Stimmt, genau. Es gibt so Körperscan-Kabinen. Also man kann sich selber scannen lassen. Man geht da so rein und... Ja, das läuft dann auch häufig über Fotogrammetrie. Mhm. Und damit das Stillhalten nicht so kompliziert ist, wird halt nicht nur eine Kamera genommen und rumbewegt, sondern in dem ganzen Ding sind zig Kameras, die halt einmal diesen ausgeleuchteten Raum aus allen Richtungen fotografieren. Und dann ja, sind dann alle Fotos mehr oder weniger gleichzeitig. Und dann kann man die Fotogrammetrie halt auch machen. Aber bei Tieren könnte ich mir trotzdem schwierig vorstellen, die dann in so einen hell beleuchteten Raum einmal reinzukriegen. Ja, und dann müssen die ja irgendwie stillstehen, auch wenn es nur für einen kurzen Moment ist. Versucht man, einen Chihuahua zum Stillstehen zu bewegen. Ich glaube, das außer Frage, wie das funktionieren soll. Oder so eine Laus oder so. Ja. Wow, ich glaube, ich habe gerade heute viel gelernt über 3D-Druck. Das ging mir auch so. Okay, super. Also, wenn ihr nicht noch irgendwas habt, ihr noch so eine Sache, die ihr gerne raushauen wollt, die wir noch nicht angesprochen haben. Ich bin gerade am überlegen, ob wir irgendwie an Datengebern oder Pitches oder irgendwas noch irgendwas ziemlich Cooles vergessen haben. Also wir hatten ja die Sache erwähnt, dass man in die Projekte noch einsteigen kann und es sich lohnt, sich auf der Creating New Dimensions Website umzuschauen, jetzt oder vielleicht dann auch nochmal in ein paar Tagen, wenn noch ein bisschen was angereichert ist oder so. Darüber hinaus gilt aber auch, dass dies nicht unser letzter Hackathon gewesen sein wird. Und wenn ihr Interesse habt an Spieleentwicklung oder anderen Spielereien mit diesen technischen Dingen, oder aber auch aus der anderen Richtung kommt, mit Wissenschaft oder Kultur, Erbebewahrung oder so, meldet euch sehr gerne. Wir sind offen für Herumspielen und das Format weiterentwickeln. Okay. Ja. Super. Das heißt, demnächst machen wir alle mal bei so einem Hackathon mit. Ja. Und ich gucke gerne mal in dieses Hackdash rein. Da bin ich genau, und halt tatsächlich, wer mal auf eine andere Art ein Museum besuchen möchte, kann mal gucken, welche Museen Ping schon benutzen. Oder auch MyObject, so hieß das vorher. Mhm. Ja. Genau, und ansonsten bei den Sachen, die vorgestellt wurden, war noch was ganz Cooles dabei. Da waren einige. Da gab es auch schon wieder so Schlangenmodelle, so Schlangenköpfe. Mhm. Da gibt es so ein VR-Game sozusagen, wo man dann sich die angucken kann, ganz genau und hoch auflösend sich angucken kann und die Schlange dann auch füttern. Also man kriegt dann eine Maus an die Hand und kann die dann der Schlange in den Mund legen. Genau. Okay, wenn man das möchte. Und Fab-Seal gab es dann noch. Okay. Wo dann sozusagen man sein, entweder irgendwie ein Bild, was man hat, oder Bilder aus verschiedenen Sammlungen eben als Stempel sich 3D drucken kann. Und dann kann man so einen uralten Stempel mit einem Wachssiegel quasi wieder zum Leben erwecken und damit seine Briefe schreiben. Oder sich sein eigenes Logo designen und damit dann seine Briefe versiegeln. Man merkt das schon, ne? Es ist einfach eine Explosion von originellen Ideen, also alten Ideen, an denen weiterentwickelt werden kann, weil Open Source, aber eben auch neuen Ideen hier gewesen. Es ist echt cool und ich kann es nur jedem empfehlen. Und Claudia, danke dir, dass du mit deinem Blick jetzt von außerhalb dieses Hackathons dir die Zeit genommen hast, mal drauf zu gucken und das mit uns zu machen. Kein Problem, sehr gerne. Ich fand es sehr spannend. Die letzte Frage aus dem Chat. Gibt es noch einen Livestream vom Hackathon selber, also heute oder die? Nur den hier. Nur den hier. Das ist wirklich, ja. Aber Aaron, wenn da Ideen sind, auch das kann ja zur Weiterentwicklung des Formats gehören, dass man mal einen Hackathon macht, wo von der Hauptbühne zum Beispiel es einen Livestream gibt. Warum nicht? Ich kann es mir vorstellen. Also. Man könnte sich natürlich überlegen, die Preisverleihung auch. Das könnte sein, ne? Weil dann können manche coole Projekte vielleicht auch nochmal vorgestellt werden. Genau, das wäre ja schon spannend. Ja. Gut, ansonsten schließe ich mal. Das Fenster ist zwar ein bisschen weg. Aber? Aber, ja, ich sehe noch so ein paar Läufer. Alles klar. Das ist die wichtigste Frage natürlich. Und heute laufen hier die ganze Zeit an der Staatsbibliothek.
die Marathonläufer. Der Berlin-Marathon. Ja, ja, klar. Okay. Ja, dann für alle, die jetzt noch hier im Chat sind oder die es ja später anschauen, ich bereite noch einen kleinen Blogpost vor und sammle da noch schnell die Links zusammen, die ich jetzt hier so im Chat da rumgeflogen gesehen und selbst rumgeworfen habe. Und da könnt ihr dann nochmal schauen auf die verschiedenen Seiten. Und ich bedanke mich total bei euch. Ich fand das sehr spannend. Danke dir. Wenn ihr sonst weitere Fragen habt zu 3D-Druck, schreibt mir einfach bei Twitter. Dann verlinke ich auch noch deinen Forschungsstrom-Account. Wurde ich ja jetzt schon ein paar Mal verlinkt für heute bei den Ankündigungen. Und dann meldet euch einfach. Das klingt doch super, ein schönes Angebot. Vielen lieben Dank euch zwei. Sagt doch liebe Grüße nach Berlin und auf den Discord-Server. Und das machen wir. Machen wir. Total viel Spaß und sagen wir mal, ne, bis zum 6. Oktober dann Lambert, Henning und ich. Genau, wieder wie früher. Bis dahin im Zeichen des D. Genau, falsch. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss.